Ich sitze gerade hier vor dieser Maisstärke, die wir jetzt fürs Video gebraucht haben. Und die ersten Tests jetzt mit dem Schleim hier. Oh, ja. Merkst du schon drauf? Das ist absolut witzig. Und jetzt ist es soweit fertig. Unser Schleim ist, beziehungsweise unser Schleimpool ist voll. Und er ist richtig fest. Aber das ist jetzt alles trocken und muss einmal zur Deponie gebracht werden. Ich habe hier ein paar Säcke und das werde ich jetzt so ein bisschen befüllen. Also schwer kann ich natürlich jetzt nicht befüllen, ich reiße sie mir. Oh, ich glaube, das reicht schon fast. Und Adrian ist hinter der Kamera. Genau, und Marie hat überhaupt nicht gesagt, wie cool das mit dieser Maisstärke gewesen ist. Aber das kann man bei TipTapTube sehen, das kommt da demnächst. Das ist Wasser, ne? Das ist so flüssig. Aber eigentlich auch nicht. Ah, oh, Hilfe, Mama, Hilfe. Wenn wir jetzt alle einsinken, das wäre auch der Hammer, ne? Cool. Hey. Wow. Wie schwer bist du denn? Und jetzt versuche ich mal eine Rolle vorwärts hier. Meine letzte Rolle vorwärts. Danke, dass du durchs Bild läufst. Wackel, Spaß, mal, setz dich mal nicht auf die Bank, dann wackelt hier das ganze Bild hier. Okay, ich werde jetzt mal versuchen, ob ich nach 30 Jahren oder noch mehr noch eine Rolle vorwärts kann. Ja, Rückwärtsrolle kann ich versuchen. Eine Rolle vorwärts durch den Schleim. Rettet ihr mich denn gleich? Nee. Das schaffst du so. Wir retten dich nicht. Mama. Okay, weg da. Los geht's. Ja, weiter. Siehst du. Aber du versinkst immer weiter langsam. Ich finde es auch mega Spaß, wenn man auch da drauf eine Rolle machen kann oder so. Oder? Und ich finde das Coolste ist irgendwie, ja, dass man das hier so rausreißen kann. Und dann hat man hier so einen Brocken. Und dieser Brocken, der zerfließt einfach so cool zu Schleim. Ja. Es ist ein richtig cooles Zeug. Ich glaube nicht Newton'sche Flüssigkeit hieß das, ne? Oder? Ist das so? Ja, ne? Eine Flüssigkeit oder beziehungsweise ein Schleim, wo man die Hand so langsam reinstecken kann. Und wenn man sie dann schnell wieder rausziehen will, geht das nicht. Also, und wenn man draufhaut, ist das hart wie Beton. Und wenn man so gegentritt und so schon an diesem Pool schwabbelt, hier so ungefähr, das geht jetzt dann natürlich nicht mehr, dann zieht das richtig Wellen wie Wasser. War richtig cool, oder? Wie viele Säcke werden das denn? Ich glaube 100. Ein kleines Loch hast du ja schon gebuddelt hier. Kann man auch als Sandkiste nehmen, oder? Kann man bestimmt. Also wir hatten 200 Kilo. Wir hatten 8 Säcke ab 25 Kilo. Das war jetzt 200 Kilo Trockenmasse. Und das ist wahrscheinlich das Doppelte, weil es noch ein bisschen feucht ist. So, dieser Bag kommt jetzt erst einmal zur Deponie. Und hier ist der Rest. Ist noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Ihr Lieben, es ist jetzt total heiß langsam. Ich habe das Auto voll, richtig voll, aber ich muss zweimal fahren. Ich brauche noch einmal gleich mal Säcke. Und jetzt geht es einmal zur Deponie. Ihr Lieben, ich habe alles abgeladen. Sehe aus wie ein Schwein. Habe ich gerade mal mit den Feuchttüchern abgewischt. Also, ich zeige euch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. So, voller Matsch. Meine Füße habe ich einigermaßen sauber bekommen, aber trotzdem gruselig. Schon ein Teil für meine Maisstärke. Und jetzt fahre ich einmal nach Hause, um den zweiten Teil zu holen. Meine Lieben, ich bin mittlerweile zu Hause und der zweite Teil fehlt mir noch, den werde ich nachher nochmal in Säcke umpacken. Jetzt mache ich eine ganz kleine Pause und zwar wollen wir gleich nochmal ein Video drehen oder vielleicht auch zwei oder drei, wissen wir noch nicht, die Kinder sind schon hier, Adrian auch und langsam wird es warm draußen, aber die Deponie hat eher ein bisschen länger auf, das heißt ich mache es später. Ich würde mal sagen, ich zeige euch nochmal kurz. Hier, Adrian, Ash, hallo, und Max. Ich habe jetzt die letzten Säcke gepackt, das waren bestimmt, ja, 10. Und jetzt sieht es natürlich so aus. Die Terrasse muss geschrubbt werden und wahrscheinlich werde ich sie mal lasieren. Mir ist heiß, es ist so warm hier. Oh. Das war's, hat viel Spaß damit. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.